Wir blicken auf ein ereignisreiches und turbulentes Jahr 2015 zurück, in dem wieder sehr viele zukunftsweisende Projekte und Investitionen getätigt wurden. Zu Beginn des Jahres 2015 fanden die Gemeinderatswahlen statt. Die Bevölkerung hat die neue Zusammensetzung des Gemeinderates für die kommenden 5 Jahre mitbestimmt. Aufgrund des Wahlergebnisses sind nun 3 Parteien im Gemeinderat vertreten. Neu im Gemeinderat sind seit der Sitzung am 25. Februar Ingeborg Kapeller, Hermann Kargl, Tatjana Murt, Markus Nigischer, Wolfgang Ramhatter und Franz Schrenk vertreten. Familienfreundlichkeit und ein gutes Bildungsangebot gehören längst zu den Standortqualitäten unserer Gemeinde. Deshalb ist die Bürgermeisterin auch gerne dem Wunsch vieler Eltern nachgekommen, in den Ferienmonaten eine Betreuung für Volksschulkinder anzubieten. 14 Kinder haben sich für dieses Service angemeldet und genossen erstmals 6 Wochen lang mit Spiel und Spaß die Ferienbetreuung. Im Rahmen des Dialoges Schule, Leben, Zukunft bedankte sich Landesrätin Barbara Schwarz bei der Gemeinde und der Volksschule Fittis für die engagierte Durchführung der Nachmittagsbetreuung. Nachdem bereits in den letzten Jahren alle Schulklassen in der neuen Mittelschule mit einem Smartboard ausgestattet wurden, startete die Gemeinde nun auch in der Volksschule mit dem Ankauf eines Smartboards für eine Klasse. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich über die neue elektronische Schultafel. In der neuen Mittelschule Fittis hatten die Schüler die Möglichkeit, im Rahmen eines Boys- und eines Girls-Day in Kindergärten, Seniorenheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen und Betrieben zu schnuppern. Mit dem Ziel, Interesse für nicht traditionelle Frauen- oder Männerberufe zu wecken. Zur Schaffung von neuen, attraktiven Bauplätzen wurden im Frühjahr die Kanal- und Wasserleitungs- sowie die Straßenbauarbeiten zur Erweiterung der neuen Siedlung Seewiesenstraße begonnen. Im Herbst konnten die Arbeiten abgeschlossen werden und nun stehen den interessierten Bauwerbern 24 neue Bauplätze in Fittis zur Verfügung. Aber auch in den Ortschaften Eschenau, Jaudling, Jetzles, Großruprechts und Grafenschlag wurden Kanal- und Wasserleitungen erweitert, um neues Bauland zu schaffen. Zahlreiche Straßenbauarbeiten konnten im Jahr 2016 durchgeführt werden. In Schacherdorf wurden die Strom- und Ortsbeleuchtungskabel in die Erde verlegt, der bestehende Regenwasserkanal neu errichtet und eine Leerverrohrung der Lichtwellenleiter mitverlegt. Somit ist in allen Ortschaften die EVN-Verkabelung erdverlegt. Im Herbst wurde das 2. Teilstück der Europastraße in Fittis vom Altstoffsammelzentrum bis zur Einmündung in die B2 in das Betriebsgebiet Ost asphaltiert. Auch die LED-Ortsbeleuchtung konnte hier neu errichtet werden. Zur Erhöhung der Sicherheit wurde der Gehsteig sowie die Nebenanlagen am Hauptplatz entlang der L61 mit Hilfe der Straßenmeisterei Weidhofen neu gestaltet. In weiterer Folge soll nun ein neuer, sichererer Durchgang für alle Fußgänger durch das Haus Hauptplatz 2 errichtet werden.
In Jaudling wurde eine Gemeindestraße hinter dem Feuerwehrhaus neu asphaltiert. Weiters wurden auch zwei Güterwege in Jaudling und Jetzles asphaltiert, wobei ein Großteil der Kosten von den Grundeigentümern getragen wurde. FITIS nimmt an der Breitbandinitiative des Landes Niederösterreich teil. Damit soll zukünftig ein extrem schneller Internetzugang möglich sein. Bei allen Grabarbeiten in FITIS und den Ortschaften wurden im Vorjahr Glasfaser-Leerverrohrungen mitverlegt. Die gesamte Ortsbeleuchtung in Jaudling wurde auf sparsame LED-Leuchten umgestellt. Weiters wurde bei den beiden Schutzwegen in der Horner- und Zwettlerstraße eine der ÖNORM entsprechende LED-Beleuchtung hergestellt, die auch in der Dämmerung die Schülerinnen und Schüler sicher den Schulweg zurücklegen lässt. Da die Zaunanlage beim Löschteich in Kaltenbach in einem sanierungsbedürftigen Zustand war und die alte Ausführung mit Quersprossen nicht mehr den Anforderungen entsprach, erfolgte im Sommer eine komplette Erneuerung. Mit Unterstützung der Ortsbevölkerung wurde diese neue Einfriedung beim Löschteich errichtet. Zwei Kapellen wurden im Vorjahr mit Hilfe der Ortsbevölkerung generalsaniert. In Eschenau und in Heinreichs wurden Fenster und Türen saniert. Die Fassaden wurden ebenfalls neu verputzt und erstrahlen nun in neuen Farben. Im April stattete Diözesanbischof Dr. Dr. Klaus Küng unserer Gemeinde im Rahmen einer Generalvisitation einen Besuch ab. Die Bürgermeisterin und Dächernd Alfred Winkler empfingen Bischof Küng mit musikalischer Umrahmung durch den Musikverein FITIS vor dem Gemeindeamt. Beim Festgottesdienst, der durch den Singkreis mitgestaltet wurde, spendete Bischof Küng 25 jungen Christen das heilige Sakrament der Firmung. Am 29. November ist unser überaus beliebter und allseits hochgeschätzter Pfarrer, Dächernd Magister Alfred Winkler, plötzlich und unerwartet verstorben. Er hat durch seine menschliche Art und sein ausgeglichenes Wesen Stabilität und Bewegung ins Pfarrleben von FITIS gebracht. Neben der Erfüllung der priesterlichen und seelsorgerischen Tätigkeiten war Pfarrer Winkler auch ein wichtiges Bindeglied zwischen Pfarre und Gemeinde. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Kaum ein Thema beschäftigt Österreich derzeit so wie die Flüchtlinge, die in unser Land kommen. Seit Oktober sind in unserer Gemeinde 23 Asylwerber angekommen. Zwei Familien aus dem Irak bzw. Syrien mit 5 Kindern sind in der Hornerstraße 3 untergebracht. Eine Familie mit 3 Kindern aus dem Kongo wohnt in einer Wohnung in Sparbach 4. Und in der Bahnhofstraße 43 logieren 9 Männer aus dem Irak. Um den Flüchtlingen rasch und unbürokratisch zu helfen, hat sich eine Gruppe Freiwilliger zusammengeschlossen und die Initiative Willkommen Mensch in FITIS gegründet. Über 20 Personen unterstützen seit Anfang Oktober die Menschen. Im Zentrum steht die Durchführung eines Deutschkurses, welcher 3-mal pro Woche abgehalten wird. Die FITISer Landjugend nahm im September am niederösterreichweiten Projektmarathon teil. Am Freitagabend stellte die Bürgermeisterin eine Aufgabe, welche binnen 42 Stunden zu bewältigen war. Die Mitglieder der Landjugend sollten an den beiden Haupteinfahrten in der Hornerstraße
und Heidenreichsteiner Straße ein Willkommensschild thematisch passend zur Gemeinde errichten, was ihnen hervorragend gelungen ist. Im Rahmen eines gemütlichen Nachmittags bei Kaffee und Kuchen kamen viele Interessierte, um mit ihren Fotos Erinnerungen mit Freunden und Bekannten auszutauschen. Auf Initiative von Herrn Johann Wurz wird nun mit der Marktgemeinde Fittis eine Internetplattform, die sogenannte Topothek, eingerichtet, bei der historische Fotos und Informationen für die Bevölkerung öffentlich zugänglich gemacht werden. Auch das Jahr 2015 stand wieder ganz im Zeichen unserer Feuerwehren und Vereine, mit vielen Veranstaltungen und Aktivitäten, die Fittis weit über unsere Gemeindegrenzen hinaus repräsentierten. Im Juni fanden die Bezirksleistungsbewerbe in Kaltenbach statt, welche von der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenbach hervorragend durchgeführt wurden. Weit über 70 Bewerbsgruppen traten beim Leistungsbewerb in Bronze und Silber an. Bei den Gemeindewettkämpfen in Jaudling nahmen 13 Bewerbsgruppen teil. Die Feuerwehr Eulenbach freute sich über den ersten Platz. Die beiden Feuerwehren Heinreichs und Jaudling freuten sich im Vorjahr über den Ankauf ihrer neuen Mannschaftstransportfahrzeuge. Diese wurden jeweils im Zuge ihrer Feuerwehrfeste bei der Festmesse gesegnet und gebührend gefeiert. Für die Feuerwehrjugend Fittis war das Jahr 2015 ein aufregendes, mit der Teilnahme an vielen Bewerben und der Durchführung von Freizeitveranstaltungen, bei denen der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen darf. Beim diesjährigen Bewerb zum Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold hat Dominik Hahn alle 9 Stationen positiv bewältigt und konnte das höchste Abzeichen der Feuerwehrjugend in Empfang nehmen. Jedes Jahr im September kommen alle Kapellen zusammen, um sich in einem freundschaftlichen Wettstreit bei der Marschmusikwertung zu stellen. Als Chörfigur zeigten die Musikerinnen und Musiker unter Anleitung von Stabführer Christoph Hofstetter eine Windmühle. Die lange Probenarbeit zahlte sich aus, denn der Musikverein erreichte sensationelle 97 Punkte in der höchsten Stufe E und verteidigte somit souverän den 2. Platz aus dem Vorjahr. Beim Kammermusikwettbewerb in Weitersfeld konnte sich der Musikverein Fittis mit Gruppen von jung bis alt über 3 Auszeichnungen sowie 3 ausgezeichnete Erfolge freuen. Die Bezirksarbeitsgemeinschaft Hornweithofen wählte im Februar einen neuen Vorstand. Dabei wurde Manfred Kreuzer, der seit 20 Jahren den Taktstock in Fittis schwingt, einstimmig zum Bezirkskapellmeister gewählt. Ein neues Jahr hat begonnen. In einer doch sehr schwierigen Zeit wird es sicher kein leichtes werden. Jedoch mit großer Anstrengung, regionalem Bewusstsein, Rückbesinnung auf unsere Werte und sozialer Kompetenz, vor allem aber mit Menschlichkeit und Toleranz, werden wir gemeinsam die großen Herausforderungen meistern.